Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier noch mal einen Witz, ja? Der hat sich aus einem Vorstellungsgespräch ergeben, ja? Und wie dies verlief, das schalten wir Ihnen mal durch, dann können Sie sich das anhören, ja? Bremsen Sie uns wohl auf, hören Sie hinein. Ja, na geht doch, Riegel auf hier, Ton mal auf, na bitte, geht doch. Sagen Sie, können Sie es mal erklären, wie hat sich das mit Ihnen verhalten? Ja, Sie hatten ein Problem ja mal über Ihren Lebenslauf, ja? Ja, das ist so mit mir. Ja, sagen Sie, Sie hatten das letzte gescheiterte Unterfangen, was Sie sich da unternommen hatten, Entschuldigung, das war ein Bewerbungsgespräch. Da wurden Sie abgelehnt und daraufhin sind Sie jetzt hart und stark enttäuscht, ja. Ja, es ist so. Ja, da muss ich doch mal fragen, als was hatten Sie sich denn beworben? Ja, ich habe gesagt, ich probiere mich da mal aus als Gefängniswärter. Ja, aber Sie sagen, Sie wurden abgelehnt. Nun müssen Sie mir noch mal erklären, wie konnte es dazu kommen? Ja, ich hatte gesagt, ich musste einen Lebenslauf abgeben und da habe ich gesagt, dass ich mich in ein Theologiestudium gestürzt hatte und die Laufbahn bis zum Papst aufnehmen wollte. Jetzt sagen Sie, was ist dann passiert? Da haben die mich da achkantig rausgefeuert und haben gesagt, sagen Sie mal, was glauben Sie eigentlich mit Ihrer Mentalität? Wie soll denn das gehen? Haben Sie gedacht? Wir haben hier, das sind hier alles Mauerblümchen oder was? Ja, wir haben hier Schwerverbrecher. Ja, und Sie, wenn wir Sie einstellen, ja, dann ergehen uns hier nur noch ewige Fußwaschungen an diesen zur Resozialisierung. Also diese Art von Fürsorge eines Gefängniswärters ist uns da. Das lehnen wir ab. Ja, und was haben Sie denn gemacht? Dann habe ich überlegt, ob ich da vielleicht dachte, ja, Fußwaschung einzustellen. Nun, wie verfahren Sie heute bei Fußwaschung? Was machen Sie da so? Ja, ich bevorzuge Kriegsverbrecher. Ja, vielleicht so nach Bombardierung oder irgendetwas, irgendwelcher Länder. Ja, vielleicht verlangt einer eine Fußwaschung von mir. Ja gut, ich danke dir mal für Ihr Gespräch. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal sein mit Ihnen. Ja, es ist gut so. Ja, wir wissen, dass es Fußwaschung gibt, natürlich. Ja, aber das ist dann auch mal, ja. Das war's dann mal hier mit uns beide, ja. Ja, aber warum denn? Ich kann es jetzt nicht mehr weiterführen mit Ihnen, das Gespräch. Das reicht. Ja, na, wollen Sie von mir? Also ich möchte jetzt keine Fußwaschung von Ihnen. Bitte lassen Sie das auch mal sein, ja. Ich kann mir noch alleine die Füße waschen. Es geht noch. Ja, der war gut, ja. Ja, ist gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren weiteren Lebensweg. Ja, das hoffe ich mir auch. Ja, na bitte, dann haben wir es doch mal gehabt. Guten Tag im Übrigen. Ja, guten Tag. Ja, meine Damen und Herren, die Fußwaschung als solches, sie bleibt der Welt, egal. Welcherlei Hindernisse? Ja, fragen wir uns, wen wir demnächst die Füße waschen. Herrn? Natürlich. Wir begehen die Fußewaschung. Oder lassen wir das sein? Glauben Sie alles? Glauben Sie überhaupt nichts? Glauben Sie einfach alles? Gehen Sie sich die Füße waschen. So ist es nun einmal. Unsere Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.